Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Video der HKC Management. Heute habe ich Ihnen unser HKCM Ehrenmitglied und Ethereum-Spezialisten Wolfgang mitgenommen. Jetzt gerade hält er auch recht ruhig, vorher war er nicht so entspannt. Der soll sich hier genauso mal umschauen, einen Blick drauf werfen, denn wir sprechen hier immerhin über Altcoins heute und nicht nur über die zwei Altcoins Ripple und Cardano, die wir quasi unentgeltlich, die haben wir auch nicht in der Analyse, einfach für Sie nur analysieren. Geben Sie dem Video übrigens ein Like, das ist Ihr kleines Zurückgeben, wenn Sie möchten. Dann trägt der YouTube-Algorithmus das Video möglichst weit in die weite Welt hinaus. Was ich heute mit Ihnen anschauen möchte, sind zwei sehr interessante Punkte, die wir haben. Grundsätzliche Punkte. Erstens Cardano und Ripple und zweitens die gesamte Altcoin-Umfrage. Da möchte ich Ihnen mal einen ersten Zwischenstand geben und Sie bitten, daran teilzunehmen, wenn Sie das noch nicht gemacht haben. Ja? Wir machen jetzt gerade eine Umfrage. Diese Umfrage finden Sie in der Videobeschreibung unten als auch im ersten Kommentar oben angepinnt. Sie klicken bitte da drauf. Dann kriegen Sie die Auswahl an Altcoins, die wir in der engeren Auswahl haben. Wir möchten ein Altcoin-Paket machen, diese auch grundsätzlich dann bei YouTube auch für Sie als einziges deutsches Analysehaus auf Basis der Elliott-Wellen-Methodik analysieren, regelmäßig. Und da haben wir eine Auswahl von, sind es 16 Stück, roundabout ungefähr, ich habe es jetzt nicht durchgezählt, von Altcoins, die in der engeren Auswahl sind. Diese haben wir gewählt, weil ganz viele von Ihnen diese benannt haben. Ne? Es kommt natürlich auch darauf an, dass das auch im Endeffekt massentauglich ist, wenn Sie so wollen. Ja? Oder sagen wir mal, auf jeden Fall mal gefragte Altcoins sind. Wolfi, bist du da? Ja, okay. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Wir werfen gerade mal einen Blick drauf, wie der bisherige Stand ist. Nehmen Sie da bitte teil. Desto mehr Leute teilnehmen, desto ein besseres Bild können wir haben von der ganzen Sache und desto besser können wir es einschätzen. Also, wir schauen uns mal an. Das ist, glaube ich, seit gestern online jetzt. Da hatten wir nämlich, das ist eine neue Umfrage, wenn Sie sich wundern und sagen, Sie haben schon teilgenommen. Wir hatten IOTA, also MIOTA, Ticker IOTA noch hinzugefügt, denn das hatten wir vergessen beim letzten Mal. Jetzt ist die Liste komplett. Wir schauen uns das Ganze mal an. Mit knapp 14% ganz oben Cardano. Zweiter Platz Ripple. Immerhin knapp 700 Stimmen bisher. 10%. Dann haben wir dritten Platz Solana. Da wäre ich jetzt nicht unbedingt so drauf gekommen. Polkadot, klar. VeChain ist dabei. Dann haben wir, wie gesagt, IOTA. Ist für mich überraschend, wie viele Leute IOTA jetzt hinzugenommen haben. Chainlink, Ticker Link, Polygon, Stellar immer noch dabei. Stellar hätte ich gedacht, vor einem Jahr oder zwei wäre das wahrscheinlich gefragter gewesen. Aber das ist ja natürlich auch ein bisschen so wie mit Trendtiteln, Trendaktien. Ja? Schauen Sie mal, AMC, GME, vor einem halben Jahr noch, hat die halbe Welt darüber gesprochen, auf jeder Nachrichtenplattform gewesen, überall zu sehen. Und jetzt gerade meint man, es kräht kein Hahn mehr danach. Ja? Dann haben wir noch einen Titel wie Avalanche, immerhin noch deutlich über 200 Leute. Und dann kommen wir runter, Litecoin. Litecoin hätte ich jetzt selber etwas höher gesehen, ehrlich gesagt. Den Binance Coin wundert mich hier ehrlich gesagt auch. Vielleicht ist es mehr eine US-amerikanische Sache. Denn der Binance Coin ist nach Market Cap, also Marktkapitalisierung, ich meine Nummer 3 aktuell, ist das richtig? Bitcoin, Ethereum, Binance. 3 oder 4. Und ist hier jetzt aber überhaupt gar nicht so großartig gefragt. Ja, dann haben wir noch Terra, Luna, Uniswap, Tron immerhin. Tron finde ich an sich persönlich auch einen interessanten Titel, Ticker TRX. Und unten drin haben wir FTX-Token, wo ich wirklich nicht drauf gekommen wäre, muss ich ganz klar sagen, ist Dogecoin. Dogecoin an sich auch eine hohe Marktkapitalisierung, viel Hype dahinter. Ich hätte gedacht, nicht, dass ich das für einen besonders guten Coin halte, aber so viele Leute reden immer über Dogecoin, 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 machen immer diese ganzen Memes. Und jetzt, wo wir es umfragen, sind es gerade mal 130 Leute, die sich dafür interessieren. Und das finde ich wiederum interessant. Also, Sie machen bitte bei der Umfrage mit. Dann haben Sie nämlich selber ein besseres Bild und können ganz klar mitgestalten, ob wir sowas nachher in die regelmäßige Analyse aufnehmen. Denn es werden so 8 bis maximal 10 Titel sein, die wir aufnehmen können nachher auch von der Kapazität, weil das einfach eine Schweinearbeit, die dahinter ist, diese Dinger sich alle dann tagesaktuell anzuschauen. Nächste Frage. IT-Kräfte. Wenn Sie gerade zuschauen, Sie sind Full-Stack, Backend- oder Frontend-Developer, Sie haben Lust, an diesem Unternehmen mitzuarbeiten, mitzugestalten, unsere Internationalisierung, wir gehen ja auch in die USA, werden Ihnen Analysen in Zukunft auch auf Englisch anbieten.
melden Sie sich bitte bei uns, auch da in der Videobeschreibung ein Link drin, wo Sie unsere Jobs, die wir zurzeit zu vergeben haben, einsehen können. Das sind 5 Stück, 3 IT-Kräfte, eine Buchhaltung, ein Elliott Wave Analyst. Wenn irgendwas auf Sie zuspricht, Sie leidenschaftlich sind, mit uns arbeiten möchten, sehr gerne. Ich würde mich freuen, Sie kennenzulernen. Wir starten jetzt direkt los mit der Analyse. Das ist Philipp Klinkmüller, analysiert für Sie Ripple, XRP und Cardano, Ticker ADA. Und ich werde dann danach noch kurz die Charts erklären. Los geht's. Ja, schauen wir noch auf Cardano und Ripple. Ganz anderes Bild. Frage ist beim Cardano aktuell, hat er hier dieses Dreieck ausgebaut? Das ist für mich momentan die wahrscheinlichste Lösung dieser Situation. Auch das wird sich schnell zeigen. Wenn er das natürlich jetzt nach oben auflöst, dann war es nicht dieses Dreieck. Wenn sich das aber jetzt hier weiter nach unten fortsetzt, dann hätten wir eben hier, wie gesagt, wahrscheinlich erst hier die A komplettiert, hätten diese B jetzt eben in dieser Dreieckstruktur abgearbeitet und würden uns dann eben weiter hier in Marsch setzen, um diese C abzuarbeiten. Eine Auflösung dieser Dreieckstruktur hier nach oben würde aber nicht zwingendermaßen bedeuten, dass diese 2 hier mehr Vorschub bekommt, sondern dann würde sich eben die Frage stellen, okay, wir bauen diese B eben dann vielleicht erst in einer anderen Struktur aus. Also da muss schon mehr passieren als das, denn man kann eben auch mit der Struktur kommen von diesem Tief hier weiterhin nicht ernsthaft wie zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgehen, dass es sich hier um eine aufwärtsgerichtete impulsive Ausbruchstruktur handelt. Und das gleiche gilt eben auch hier für Ripple, auch was das hier anbetrifft. Da hat er jetzt mal noch knapp verhindert, dieses Hoch hier zu unterschreiten, sonst hätte sich das hier schon komplett neutralisiert, also dann hätten wir eigentlich diese Alternative schon vom Chart nehmen können. Deswegen haben wir das jetzt hier auch nochmal etwas verschärft. Also unter diese 101.611 darf der hier nicht mehr drunter fallen, sonst kann nicht mehr davon ausgegangen werden, dass das hier überhaupt im Versuch ist, hier einen Impuls zu etablieren. Die Struktur an sich, also das ist alles auch nicht geil, aber es wäre theoretisch noch möglich, dass er hier jetzt irgendwie einen Fünftaler zusammenschustert, um dann hier einen Ausbruch zu ermöglichen, solange er eben hier nicht drunter geht. Aber bis dahin ist eher anzunehmen, dass wir uns dann hier, wenn er nochmal hochkommt, auch immer noch in dieser B befinden können. Und primäre Erwartung eben, dass er diese 2-Korrektur hier noch tiefer in Richtung des 78.6 wahrscheinlich dann abschließen wird. So, weiter geht's. Also, gehen wir auf die Charts ein. Wolfi, ich glaube, du hast langsam genug und ich erkläre jetzt mal ein bisschen und dann kannst du hier wieder in der Gegend rumspringen. Ciao, ciao. Also, los geht's. ADA, US-Dollar, Cardano, vorher schon erklärt, wir haben hier gerade ein zusammenlaufendes Dreieck. In Elliott Wave-Terminologie haben wir jetzt eine Bewegung, die schließt immer gegenteilig ab. Das letzte, also ich baue es anders auf. Es gibt eine A, B, C, D, E. Ja, das ist diese Bewegung, das Zusammenlaufen des Dreiecks ist A, B, C, D, E. Und je nachdem, in welche Richtung E abschließt, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass wir in die gegenteilige Richtung eine Impulsbewegung sehen. Wir haben hier, wie Sie sehen, im Dreieck die E an der Oberseite des Dreiecks abgeschlossen. Deswegen gehen wir primär gerade davon aus, dass wir nach unten die Impulsbewegung oder auf jeden Fall das Dreieck nach unten verlassen werden. Wir sehen auch gerade, der Kurs versucht das, werden wir jetzt vielleicht heute sogar noch sehen. Eins ist mal klar, die Situation ist ganz anders als im Bitcoin oder auch im Ethereum. Wiederum ist die Situation im Ethereum anders als im Bitcoin. Wir haben es eben jetzt nicht so. Der Leitwolf, Bitcoin zieht vor und alle anderen steigen nach. Ich zeige Ihnen das gleich mal am Beispiel von Ripple. Es ist mitnichten so, wenn wir uns an den Indikatoren anschauen, ich denke, hier können es viel mehr Leute nachvollziehen, das sieht gerade nicht so bullisch aus. Die gesamte Bewegung, die der Bitcoin jetzt ohne Frage nach oben gemacht hat und stark nach oben gemacht hat, einfach nur Seitwärtsbewegung in Cardano. Wir gehen davon aus, dass wir hier jetzt noch etwas runterkommen, bis in den Bereich von 1,40, dort die C-Welle abschließen, um dann von dort aus, sollten wir ein nachhaltiges bullisches Szenario sehen, von dort aus weiter hochzugehen. Schauen wir uns das Ganze an. Also hier, wichtige Marke für Sie, 78,6er, 1,44. Und dann sollten wir hochgehen an die 3,10. Wenn die überwunden wird, dann haben wir wirklich hier Momentum drin und dann können wir hier mehr Schub sehen. Aber das ist noch zu früh. Schauen wir uns das an, wenn es der Fall ist. XRP, die letzten Tage, was die reine Kursentwicklung angeht, eher, wenn Sie so wollen, ein negatives Bild abgegeben. Wir hatten hier während dem Bitcoin-Run
Minus 10% bei XRP, da gibt es unterschiedlichste Gründe, die daher herangeholt werden aus der fundamentalen Welt, aber die können Sie nach links oder nach rechts deuten und gerade sich so zurechtlegen, wie Sie Lust drauf haben. Wir sehen das Ganze rein charttechnisch, es war ein schwaches Bild. Im Endeffekt schauen sich die alten Analysen an, hat das bisher gestimmt, was wir hier gesagt haben? Ja, es ist ja so, wir sind ja auch bärisch auf Bitcoin und Ethereum. Ethereum ist ja insgesamt auch in der Struktur etwas schwächer noch. Der Bitcoin ist stark hochgegangen. Da kann man durchaus sagen, ihre Primärerwartung kommt bisher nicht zu tragen. Aktuell, was Ripple ansieht, kann man argumentieren. Es sieht jedenfalls so aus, als haben wir hier definitiv die Möglichkeit. Ripple hat sich jetzt etwas erholt, kam hoch. Das sehen wir als B-Welle, A, B, C. Die A bildet das erste Tief. B ist die Gegenbewegung in einer übergeordneten Korrektur. Und die C, ne, Korrektur verläuft immer in drei Wellen. Und die C muss unter das Tief der A gehen. Heißt, die C-Welle sehen wir hier im Bereich von 61 Cent. Das wäre unser Optimalbereich. Damit es so kommt, muss der Kurs hier nachhaltig unter die 1 Dollar und 1 Cent fallen. Wenn wir das hier haben, gehen wir recht stark von der Annahme, dass wir hier nochmal stark runterkommen. Sollten wir hier nochmal stark runterkommen, ist das für mich langfristig ganz klar ein Punkt, wo ich sage, hier möchte ich weiter nachkaufen. Hier werde ich Positionen aufstocken. Ich habe schon eine ganz, ganz kleine XRP-Position. Die habe ich mir über Bison, falls Sie das kennen, mein Wallet bei Bison, habe ich mir die gekauft. Die ist noch nicht großartig signifikant. Das ist vielleicht aktuell 1-2% meiner Positionen, die ich bei Bitcoin oder Ethereum habe. Aber da möchte ich sie aufstocken, weil langfristig sehe ich das als sehr interessanten Einstiegspunkt an. Von dort aus. Wir müssen ja bedenken, dass XRP einer der wenigen Altcoins, die es seit längerem gibt, ist, die immer noch kein, im ganzen Bitcoin-Bull-Run-Up, immer noch kein neues All-Time-High ausgebaut hat. Gibt es viele Leute, die sagen, okay, das liegt daran, dass eben dieses Damoklesschwert der SEC-Klage, also der Klage mit der oder gegen die US-Börsenaufsicht SEC immer noch in der Luft hängt. Ja, da haben wir noch kein abschließendes Urteil, ob es jemals zu einem kommen wird. Wir werden sehen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie sich auf einen Vergleich einlassen. Jedenfalls ist das, denke ich, die Verunsicherung im Sentiment, in der Marktstimmung, die wir hier noch nicht sehen und deswegen noch keinen nachhaltigen Anstieg gesehen haben. So, ich hoffe, das Ganze hat Ihnen weitergeholfen. Wir gehen also hier noch davon aus, dass wir noch mal etwas zurückkommen, werden dann Positionen hinterlegen. Vielleicht noch abschließend ein letztes Wort. Auch das sollte ich vielleicht noch öfter sagen. Es gab im letzten Video, das von gestern zu Bitcoin Ethereum, übrigens da vielen lieben Dank, dass das so toll geliked wurde, das ist der Wahnsinn, hätte ich so auch gar nicht gedacht, dass diese Ansage von mir, diese Aussage so positiv angenommen wird, aber es gab auch ein paar Leute, die gesagt haben, wegen ihren Aussagen wurde ich gedrängt dazu, Positionen zu verkaufen im Bitcoin und im Ethereum. Ich möchte das jetzt mal ganz klar sagen, für diese Leute, die wirklich, und da halte ich mich genauso gewählt an meine Worte, die diese Illusion leben, dass ich jemals in irgendeinem Video dazu drängen würde, Positionen zu verkaufen. Ich bin der Nummer 1 Hodler, den es hier überhaupt gibt. Ich sage das an sich schon in 100 verschiedenen Videos. Ich kaufe und halte, komme was wolle. Selbst wenn ich glaube, dass der Kurs jetzt auf 20.000 runterfällt. Das mögen Sie vielleicht für gut oder nicht gut halten, aber ich halte meine Positionen mindestens mit der Jahresfrist. Ich habe dieses Jahr einige Positionen in Bitcoin und in Ethereum gekauft. Diese halte ich weiterhin. Auch angenommen, wir fallen jetzt runter bei Ethereum, ich sag mal ganz gerade drastische Zahlen, auf 1.000 Dollar und bei Bitcoin auf 20.000. Dann halte ich die trotzdem, weil ich halte über die Jahresfrist, weil ich mir einfach auch aus Prinzip sage, wenn es die Möglichkeit gibt, hier noch Verkäufe zu tätigen in einer Asset-Klasse, damit ich diese steuerfrei nehmen kann, die Gewinne, steuerfrei, wo gibt es das bitte noch? Nirgendwo mehr. Ja? Dann versuche ich das auf jeden Fall zu machen. Deswegen bin ich langfristig unterwegs. Ich baue mir langfristig hier meine Positionen aus, weil ich langfristig von den Kryptowährungen, also Kryptowährungen von Bitcoin und Ethereum auf jeden Fall überzeugt bin. Deswegen, ich werde nie irgendjemanden dazu auffordern, seine Positionen zu verkaufen. Im Gegenteil, ich sage, kaufen Sie, halten Sie, einige Jahre. Da werden Sie wahrscheinlich eine Top-Rendite einfahren. So, das wollte ich nur noch mal gesagt haben. Ich wünsche Ihnen jetzt alles Gute. Haben Sie eine schöne Woche. Danke sehr.